Hi, ich bin heute passend gekleidet, weiß und schwarz für diese sehr unfarbige und unschöne Challenge. Und zwar darf ich heute keinen einzigen Coinblock mitnehmen. Der eine oder andere fragt sich jetzt sicherlich, Herr Cranky, aber bei einer Get-Down-Runde muss man doch Coinblöcke mitnehmen. Das ist richtig, aber in meinem Fall mache ich das nicht, weil ich Deadbed bin. Ich kriege Punkte, indem ich jemanden runterschubse oder die Map beende. Und ich hoffe einfach mal, dass wir als Erster beenden oder vielleicht den einen oder anderen Nappel runterschubsen können. Von dem her mache ich jetzt halt einfach mal slash Start und starte in diese Runde. Drei Maps gibt es, und zwar Edgar, Schneesturm und Steinwürmer. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese mir zum Sieg verhelfen. Da wäre schon ein Coinblock gewesen, den hätte ich doch schon ganz gerne mitgenommen. Aber das ist ja Teil der Challenge, dass ich das nicht machen darf. Regeneration, oh ja, very lucky. Eventblöcke darf ich alle mitnehmen. Einfach, weil diese... Ja, ab... Oh mein Gott. Ja, einfach, weil das ja nicht zur Challenge dazu gehört. Von dem her werde ich das Ganze dann auch in Anspruch nehmen. Ja, die Map läuft natürlich jetzt halt hier recht nice aufgrund der Blöcke. Ich würde es den nicht mitnehmen und einfach nur nach unten schauen. Oh. Oh. Vielleicht hier noch schnell hinspringen, dann da und runter. Und der Simply Gamer hat es geschafft. Wir haben 200 Coins dafür bekommen, dass wir so schnell nach unten gekommen sind. Und dementsprechend haben wir 300 jetzt insgesamt. Einer hat schon 500. Aber was erwarten wir? Er darf hier auch Coinblöcke mitnehmen. So, schnell nach unten. Steinwürmer ist eigentlich auch eine recht nice Map, weil man dort bei manchen Stellen sehr weit runterlaufen kann. Diese Stellen muss man halt auch erstmal dann finden. Beispielsweise da hinten. Oh, ja, jetzt bin ich natürlich jetzt ein bisschen dumm gelaufen, weil ich jetzt halt einiges am Fall Damage bekommen habe, aber ließ sich jetzt halt hier nicht vermeiden. Ach du Scheiße, ja, ich bin ein bisschen dumm, weil ich jetzt halt hier gerade positioniert bin, aber da könnten wir schön runterlaufen und kriegen nicht so viel Fall Damage. Oh. Den noch. Okay, jetzt muss ich runnen. Jetzt muss ich runnen, meine Freunde. Weil hier ein wirklich schöner Weg nach unten ist. Ohne Fall Damage wohlgemerkt. Oh, ist das lecker. Oh, geil. So, jetzt nur noch ein paar Sprünge. Und dann sind wir im Ziel. Oh, das tut auch weh. Oh, das ist natürlich recht unentspannt. Ein halbes Herz, ein halbes Herz. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Okay, ich warte noch, bis ich eineinhalb habe, dann springe ich los. So, jetzt halt. Zack. Und dann ist es noch hier runter und geschafft. Insgesamt 460 Coins jetzt. Und die letzte Map ist richtig krass. Und ich hoffe, dass viele Punkte verlieren werden. Und zwar ist es Schneesturm. Die Map, wo man mitunter am meisten runterfällt, meiner Meinung nach. Ich gehe jetzt mal weit weg von den anderen. Beziehungsweise folge ihn. Na gut, verfolge ich jetzt halt nicht. Ich dachte mir gerade, dass ich jetzt halt hier ihn einmal runterschubse. Dann dachte mir aber so, nee, das ist moralisch nicht vertretbar. Absorption, nicht schlecht. Mag ich. Gefällt mir auch richtig gut. Deswegen schauen wir jetzt halt hier mal ein bisschen schneller nach unten. Ich muss ehrlich sagen, dass es bis jetzt ganz gut läuft mit unserer Challenge. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, also die Map, die ist natürlich schon echt schwer. Schon echt schwer. Okay, ein bisschen vorsichtiger jetzt halt hier angehen. Vielleicht ein bisschen mehr schauen, wo man lang geht. Damit man hier möglichst wenig Fall Damage bekommt. Beispielsweise hier noch einmal darüber. Oh ja, das waren jetzt hier ein paar schöne Blöcke, die wir mitgenommen haben. Jetzt darf ich auf jeden Fall auch nicht den Fokus verlieren, meine Freunde. Oh, weil jetzt hat runterfallen. Würde mir schon echt wehtun. Gerade bei so einer Map. Von dem her mache ich das Ganze jetzt halt hier ganz langsam. Ein Herz wieder nur.
Ein Herz. Und wir sind jetzt halt hier dauerhaft auf Eis. Wie dem Wodka, den ich mir immer bestelle im Club. Der ist auch dauerhaft auf Eis. Sorry für den Vergleich. Okay, wo geht es jetzt weiter? Hier vielleicht. Jawohl. Und wir haben es. Wir haben alle drei Maps beendet. 580 Coins. Aber muss dazu auch sagen, wir haben halt einfach gar nichts an Coinblöcken mitgenommen. Ich bin ganz zufrieden und mal schauen, was wir jetzt halt hier so machen können. Eisenschwert mit 20 Level. Macht das Sinn, meine Freunde? Ich denke ja, weil da könnten wir vielleicht Schärfe 3 darauf bekommen, wenn wir Glück haben. Und jawohl, Schärfe 3. Dazu am besten noch Verbrennung 1. Yes. Das ist nice. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Geld für Rüstung. Das heißt, ich kaufe mir das. Das. Am besten noch einen Helm. Und die Schuhe sind sogar auch noch drin. Dazu noch 2 Steaks. Oh, es läuft richtig prickelnd. Es läuft wirklich schön. Schutz 1. Machen wir alles noch mit Schutz 1. Ist natürlich jetzt natürlich nicht das Beste, was man darauf verzaubern kann. Das ist mir natürlich ganz klar. Aber was soll man machen? Oh, dann gehe ich jetzt hier vielleicht sogar noch auf die erste Seite. Auf jeden Fall will ich nicht. Schutz 2 sogar. Oh, da hätte ich vielleicht so am Anfang erstmal so schauen sollen. Naja, wie dem auch sei. Lederstaff, ein Schärfe 4, eine Schärfe 3 Eisenschwert. Okay. Den haben wir verbrannt. Den haben wir auch verbrannt. Und beide gehen auf uns, beziehungsweise... Oh nein. Jawohl! Den haben wir. Und jetzt ziehe ich mich mal schnell um. Die Hose haben wir. Hier liegt sogar noch eine Diabrust. Oh, leckeres Ding. Noch Eisenschuhe und sogar noch ein Eisenhelm. Okay, Freunde. Sieht ganz gut aus. Es ruckelt tatsächlich ein kleines bisschen. Aber naja, so ist das nun mal. Kann ich jetzt leider auch nichts dran ändern. Hier ist jemand mit recht gutem Equipment. Okay, er frisst einen Gap. Auch nicht so geil. Und da hinten ist auch jemand mit einem OP-Bogen. So, ihn haben wir jetzt einmal gehittet. Ich werde jetzt den Goldäpfel nicht essen. Ich dachte, er verfolgt mich jetzt ein bisschen. Ganz normal werde ich jetzt hier mein Steak nur essen. Und schauen, was hier alles so passiert. Er wird jetzt hier von einem Bogen-Guy weggespammt. Boah, ist natürlich jetzt hier auch ganz bitter, dass er einen nur einen Bogen hat. Muss man jetzt hier mal schauen, was wir da am besten machen gegen den. Weil, das ist nicht ganz einfach, gegen jemanden zu gewinnen, der einen Bogen hat und die ganze Zeit nur auf Distanz geht und sehr wahrscheinlich auch Unendlichkeit drin hat. Ich denke mal, den könnten wir nur überraschen. So, ich glaube, lol, also wenn wir dich jetzt besiegen, gell, dann auf jeden Fall RIP. Du random, ey. Wie kann man denn mit einem OP-Bogen verlieren? Alles klar, Digga. Geh einfach verkaufen. Ist so. Er hatte diamantenes Equipment mit Schutz 1 und einen OP-Bogen. Sogar mit Unendlichkeit Flamme 1, Stärke 3. Oh mein Gott, da muss ich jetzt wirklich ein kleines bisschen laut lachen. Oh ja, Freunde. Wir haben den Kompass und ich habe den anderen Typen jetzt halt hier entdeckt. Er ist da drinnen. Okay, was macht der? So, okay, habe ich ihn gehittet. Dann noch mit meinem Schwert 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal und tot ist er. Lief eigentlich ganz nice. Muss es nochmal schauen, dass ich den letzten jetzt halt hier noch bekomme, aber ich bin recht zuversichtlich. Die Distanz ist 75 Blöcke, das heißt, er ist irgendwo auf der anderen Seite oder vielleicht sogar auf dem Boot drauf. Könnte natürlich auch sein, aber er ist dort hinten im Haus anscheinend. Hoffentlich mit nicht so heftigem Equipment. Okay. Oh. Digga, was? Was hat er denn gemacht? Er ist einfach ohne Equipment dagestanden. Heftige Challenge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gerne könnt ihr sie auch mal ausprobieren und mir auf jeden Fall ein Like dafür dalassen. Weil das ist auf jeden Fall nicht gerade einfach gewesen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und ciao. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah, 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 yeah. Cranky Capone, Cranky Capone, Cranky Capone, yeah.